Ey, yo Leute, und was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem allerersten FAQ-Video. Jetzt auch das erste Mal, dass ich rede. Es sei denn, die, die beim Leica-Zocken schon mal dabei waren, die kennen meine Stimme ja schon. Aber jetzt ja für euch, ich bin COD-Freak und ja, heute zu meinem allerersten FAQ-Video hier auf diesem Kanal. Nebeninfo auf jeden Fall, ich habe noch nicht so eine gute Tonqualität, weil ich das alles noch über die PS4 aufnehme. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht so böse, weil ich lade ja auch noch nicht so viele Videos hoch und deswegen hat sich das für mich irgendwie noch nicht gelohnt. Aber naja, auf jeden Fall im Hintergrund seht ihr so einen kleinen Ausschnitt vom Leica-Zocken am Freitag. Problem war, wir mussten es am Ende abbrechen, weil die Verbindung irgendwie abgekackt ist bei manchen. Also, dass manche ein paar Striche nur hatten, also ein oder zwei Bar. Und die anderen hatten gute Striche und das war dann ein bisschen unfair. Aber da seht ihr so einen kleinen Ausschnitt einmal vom Leica-Turnier. Aber das haben wir halt dann abgebrochen. Und jetzt gleich seht ihr noch im Hintergrund ganz viel Suchen und Verstecken. Das erste Gameplay ist dann, wo ich suche und beim anderen verstecke ich mich dann. Aber seht dann selbst. Und ja, ihr solltet mir halt viele Fragen in die Kommentare schreiben. Sind auf jeden Fall auch viele gekommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich werde auch, denke ich mal, alle beantworten, weil ich auch so lange eigentlich Zeit habe. Und waren ja auch nicht so übertrieben viele. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der allerersten Frage. Die kommt von Yannick W. Und er fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, deine Seite zu gründen? Und wie kommst du so auf die Idee, so geile Tarnung zu machen? PS, machst einen Bombenjob. Erstmal danke dafür auf jeden Fall. Und ja, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich hatte schon früher immer sehr oft Seiten erstellt, um zu versuchen, dass ich einfach mehr Leute erreiche. Hat nie geklappt, weil ich entweder keine Leute gefunden habe, die meine Seite geliked haben, oder wenn, war ich selber inaktiv, weil ich dann ein, zwei Bilder hochgeladen habe und das war's, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Dann musste ich das irgendwie aufgeben. Ja, und dann habe ich mir vor einer längeren Zeit mal diese Seite halt erstellt. Vorher hieß sie aber nicht COD-Freak, sondern Magic Mark, nicht wegen dem Film Magic Mike. Hatte so den Grund, ich war in so einer Einzelhandelsklasse. Da sollte man sich vorstellen mit dem Anfangsbuchstaben, also so eine, ja, so eine, wie soll man es sagen, so eine Fähigkeit von einem. Und weil mir nichts eingefallen ist, habe ich magisch gesagt, magischer Mark. Und dann kam mir dann die Idee, ja komm, erstellst du ja mal so eine Seite, die hat dann was mit dir zu tun und fertig. Aber irgendwann hat mir der Name einfach nicht mehr gefallen. Und dann habe ich so dann gedacht, COD, COD, ich bin ein Suchti, COD-Freak, komm, nimmst du sie? Und dann hat es auch damit angefangen und dann kam ja auch noch von dir selbst die Frage, wie ich darauf gekommen bin, diese geilen Tarnungen zu machen. Ja, das kam dann einfach so. Ich habe früher schon gerne Tarnungen erstellt, aber jetzt seit Black Ops 3 habe ich richtig damit angefangen. Meine erste Tarnung war ja die Kirby-Tarnung und ich wollte einfach, dass mehr Leute die Sachen sehen. Und dann habe ich das halt mal hochgeladen, hat ein paar Leute gesagt, ja, das sieht mega gut aus. Und dann habe ich damit halt auch angefangen und dann kam es halt dazu, dass es immer besser wurde und immer besser. Und ja, das war es auf jeden Fall zu der Frage. Die nächste Frage kommt von Yasin C. Er fragt, was ist die beste Waffe für euch? Ich denke mal, er wollte fragen für mich, weil ich bin alleine hier auf der Seite. Und zwar, meine Lieblingswaffe ist die Cuda. Also die, die ihr auch gerade im Hintergrund seht. Ich feiere die Waffe einfach irgendwie. Ich weiß nicht, ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Gibt natürlich auch noch viele andere Waffen, aber die gefällt mir irgendwie so am besten so vom Prinzip her. Ganz genau kann ich euch auch nicht sagen, warum sie mir gefällt, aber sie ist einfach geil, ich weiß nicht. Hat auch irgendwie ein cooles Design, so von der Form und so. Erinnert mich so ein bisschen an die MP5 oder MP6, so diese ganzen MPs halt. Und ja, das war auf jeden Fall die Frage. Die nächste Frage kommt vom Willi W. Was gefällt mir an BO3 am besten? Ja, die Frage ist eigentlich relativ einfach. Auf jeden Fall, dass man jetzt Tarnungen erstellen kann für die Waffen. Das war ja auch so mein Grund, warum ich hier jetzt überhaupt existiere, weil ich damit ja angefangen habe. Und auch die Embleme. Mir gefällt auch einfach, dass die Spezialisten jetzt da sind mit diesen verschiedenen Fähigkeiten. Das finde ich irgendwie auch recht cool gemacht. Und ja, das war es eigentlich, was mir am BO3 besonders gefällt. Und natürlich wie immer der Zombie-Modus. Also gibt eigentlich wenig, was mir nicht gefällt an dem Spiel, außer vielleicht halt wirklich diese Verbindung online manchmal. Das regt mich schon auf. Aber ja gut, was soll man machen? Kann man halt nicht ändern. Ja, die nächste Frage kommt von Tobias D. Wie sind Monte und du in Kontakt gekommen? Ja, ich bin selbst nicht wirklich mit Monte im Kontakt, aber ich verfolge ihn schon richtig, richtig lange. Eigentlich ist die Story so ein bisschen anders gelaufen und zwar habe ich in einer Call of Duty Gruppe einen Kollegen kennengelernt, nämlich Benne, aka The Gaming Soldier. Und zwar hat er seine Seite da so geteilt und da habe ich dann so geschrieben, oha, wie geil ist das denn? Du hast schon so viele Likes, ich würde auch gerne so in Anführungsstrichen berühmt werden, weil ich halt meine Tarnung einfach jedem zeigen möchte und wissen will, was die darüber denken.
Und da hat er gesagt, yo du, ich helfe dir ein bisschen, dann wird das auch was. Und seitdem habe ich auch ein paar mehr Likes bekommen, weil er halt schon viele Likes hat und dann auch viele neue Leute auf meine Seite gekommen sind. Er hat auch Montana Black so ein bisschen drin markiert, weil ich auch dann die Montana Black-Tarnung hochgeladen habe. Und irgendwie scheint es Monte dann gesehen zu haben. Und hat dann danach, in den nächsten Tagen, hat er dann so zwei, drei Bilder von mir geliked, also von den Monte-Tarnungen natürlich, die anderen nicht. Da hat er die halt geliked und auch schon kommentiert, nice Diggi, nice Job und sowas. Und das habe ich schon gefeiert, also als ich dann aufgestanden bin, war ich schon richtig aus dem Häuschen, als ich gelesen habe, dass Monte, wirklich Monte, meine Tarnung geliked und kommentiert hat. Und ja, das war schon heftig. Ein, zwei Tage später hat er dann ja auch noch meinen Beitrag gepostet, also die Tarnung, und hat halt gesagt, was für ein nice Job das ist von mir, dass ich das so gemacht habe. Und ja, das war dann wirklich so meine Eskalation, wo ich ausgerastet bin und mich so richtig gefreut habe. Ist ja auch bei euch so richtig gut angekommen und dadurch sind ja auch die meisten Leute auf mich aufmerksam geworden durch Monte. Deswegen bin ich auch von 0 auf 100 so ganz schnell hochgekommen innerhalb von ein paar Tagen, von irgendwie 20 Likes oder so auf 1000. Das war schon richtig heftig. Jetzt geht es ja auch noch ganz gut voran, zwar nicht mehr so schnell, aber freut mich auf jeden Fall. Und so bin ich halt mit Monte so ein bisschen in Kontakt getreten. Persönlich habe ich mit ihm noch nicht so wirklich geschrieben. Ich wollte ihm ja auch dafür danken, aber er liest meine Beiträge noch nicht irgendwie. Ich weiß nicht, auf Facebook ist das irgendwie allgemein ein bisschen schwierig, dass er da so Sachen liest. Ich hoffe, ich werde ihn mal irgendwann auf der Gamescom oder privat mal treffen, dass ich mit ihm mal reden kann. Wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Dann die nächste Frage kommt von Philipp Z. Und zwar, wann hast du das erste Mal überhaupt irgendwas verändert? Also Embleme und so weiter und so weiter. Was ich mit und so weiter, was du da jetzt so mit meinst, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, und in welchem COD war es, wo ich mich noch dran erinnern kann? Ja, also angefangen habe ich mit, wo ich jetzt so mal ein Emblem geändert habe in Black Ops 2, weil es auch mein allererstes COD war. Also ich habe mit Black Ops 2 erst angefangen, Schande über mich. Ich habe mit 15 angefangen, COD zu spielen. Und ja, da habe ich angefangen, so meine ersten Embleme zu machen. Die waren dann halt nicht wirklich gut, aber ich habe es halt gefeiert, dass man das machen konnte. Und ich war auch früher immer schon so gerne so Sachen verändern. Das war einfach so mein Ding, ich weiß nicht. Und ja. Die nächste Frage kommt von Paul B. Er fragt, was müsste deiner Meinung nach im nächsten COD sein, damit es ein gutes Game ist? Und um ganz ehrlich zu sein, die CODs, wie sie bis jetzt sind, gefallen mir einfach. Also es gibt eigentlich nicht wirklich viel, was ich lieber haben möchte. Also was jetzt in den nächsten CODs sein könnte, damit es besser wird, weil einfach bis jetzt jedes COD so auf seine Art und Weise geil war. Aber eine Sache gibt es mir wirklich, die ich mir wünsche. Dass einfach wirklich Server statt Hosts gemacht werden. Ich glaube, jeder von euch kennt es, dass es einfach nur online abfuckt, wenn der eine eine gute Verbindung hat, der andere eine schlechte Verbindung. Das habe ich an Star Wars Battlefront einfach gefeiert, dass man mit schlechtem Internet perfekt spielen konnte. Das wäre so mein Wunsch für das nächste COD, dass sie mal auf Server umsteigen. Grafik gefällt mir so bei allen CODs bis jetzt ganz gut. Und ja, unbedingt jetzt zurück in den Weltkrieg da. Ist es mir eigentlich relativ, also es kann ruhig ein bisschen Zukunft sein, solange es nicht so übertrieben wird wie bei AW, obwohl ich das Spiel auch zum Teil immer ganz gut fand. Also jedes COD ist halt einzigartig, finde ich. Aber sonst habe ich nicht so wirklich die Vorstellung, was im nächsten COD sein könnte, damit es wirklich geil wird. Und ja, das nächste oder das nächste Kommentar von Sven E. Wie bin ich auf COD gekommen? Ja, keine Ahnung, ich habe früher angefangen, einen Shooter zu spielen. Crysis 2 war mein erster Shooter, den ich mit einem Kumpel angefangen hatte. Da habe ich dann mit dem immer gesuchtet. Und ja, der hatte auch dann immer COD gehabt und hat dann gesagt, ey du, das ist übelst cool, hol dir das mal. Und dann hat es so angefangen, dass ich mir im Urlaub dann von meinen Eltern Black Ops 2 hab kaufen lassen, weil das war ja halt auch mein allererstes COD, wie gesagt. Und dann habe ich mich wirklich in so einem riesigen Badezimmer im Urlaub eingesperrt und habe da die ganze Zeit Black Ops 2 mit meinem Kollegen gesuchtet. Und das war einfach nur der Anfang, dass ich mir das einfach gekauft habe wegen einem Kollegen und dann einfach angefangen habe zu zocken. Und wirklich seitdem ich das gezockt habe, bin ich jetzt auch ein wirklicher COD-Fan. Aber merkt man mir ja auch, denke ich mal, an. Und da hat es halt wirklich angefangen. War auf jeden Fall eine coole Zeit früher und jetzt natürlich auch noch. Und ich hoffe, das bleibt einfach so. Und ja. Die nächste Frage ist einmal von Philipp Rother. Was ist dein Lieblings-COD oder dein Favoriten-COD? Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe eigentlich nicht so wirklich ein Lieblings-COD, wenn überhaupt mehrere. Meine Lieblings-CODs sind so von früher, COD 4. Ich habe zwar nicht damit angefangen, also erst ein bisschen später, aber das war so ein richtig geiles COD. Ich habe das auch richtig gerne gesuchtet. Ich habe es mir halt später als Black Ops 2 gekauft. Aber trotzdem hat es da noch Bock gemacht. Und es ist auch wirklich so mein Ding, das Spiel. Also da komme ich richtig gut klar. Ja, und Black Ops 2, weil ich das wirklich 3 oder 4 Jahre am Stück gesuchtet habe. Und ja, Black Ops 3 und die anderen CODs sind auch alle geil. Aber meine Favoriten bleiben wirklich COD 4 und Black Ops 2. Dann kommt nochmal eine Frage von Burak C.
O, ja, sagen wir es mal so, kannst du mal richtig coole Embleme und leichte machen, zum Beispiel einen PS4-Controller als Emblem oder sonst noch was. Und kann man mal mit dir in der Party zocken. PS machst geile Embleme und Videos. Ja, auch wieder dafür danke. Und ja, ich könnte mal versuchen, mal so ein einfaches Emblem zu machen. PS4-Controller muss ich mal gucken. Ist ja auch eigentlich nicht so schwer. Könnte ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ja, Party zocken. Ja, klar, können wir auch mal bestimmt machen. Musst einfach COD-Freak YouTube adden. Also adden, wenn du eine PS4 hast. Ja, das war's eigentlich. Ich bin dann nun halt nicht jedes Mal aktiv, weil ich auch mit meinem Hauptaccount spiele. Nur da will ich jetzt nicht alle von hier annehmen, weil ich da ja ein bisschen Privatsphäre brauche und da einfach wirklich sonst mir das zu unübersichtlich wird. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Und ja, die nächste Frage kommt von BerghaiK und er fragt mich, wie bist du darauf gekommen, mit YouTube anzufangen und macht es dir Spaß, Tarnungen zu erstellen? Und da kann ich nur sagen, natürlich macht es mir Spaß, Tarnungen zu erstellen, sonst hätte ich hier auch nicht angefangen mit der Seite. Auf YouTube bin ich eigentlich auch nur deswegen gekommen, weil ich halt mit den Tarnungen, weil ihr die ja sehen wolltet von Monte, die Tarnungen, und da habe ich dann gesagt, ja gut, erstelle ich meinen YouTube-Kanal, um euch das halt zu zeigen, weil ihr euch das ja wirklich gewünscht habt. Und ja, die allerletzte Frage kommt von Jean. Michel G. Er fragt mich ja, wie bin ich auf COD gekommen und welches war dein Lieblings-COD? Ja, das wurde ja halt schon beantwortet in den davorigen Fragen. Und zwar auf COD bin ich halt gekommen durch meinen Kollegen, der das halt gezockt hat. Und ja, mein Lieblings-COD habe ich ja auch schon erzählt, ist COD 4 und Black Ops 2. Und sonst habe ich eigentlich kein wirkliches Lieblings-COD. Und ja, das war's von den ganzen Fragen. Nochmal vielen Dank, dass ihr mir die gestellt habt. Ich finde es einfach mega krass von euch, dass ihr überhaupt auch so hinter mir steht. Danke auch nochmal an die ganzen Likes. Und ich hoffe, ihr verzieht mir die ganzen Versprecher, die jetzt hier am Start waren. Ist jetzt wirklich mein allererstes Video. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und ja, das Video ist jetzt auch bald zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir ein Like und schreibt mal eine Bewertung. Und ich hoffe, ich konnte alle Fragen gut beantworten. Und ja, im Hintergrund seht ihr halt jetzt noch den Rest suchen und verstecken. Mein Kollege hat da gesucht. Ich glaube, ich wurde noch nicht gefunden. Das war auch wirklich ein mieses Versteck von mir, wo ich mich versteckt habe. Da über der Tür ist halt so eine kleine Art Glitch, kann man so sagen. Aber er wurde noch nicht gepatcht. Ich finde ihn ganz witzig. Wenn man von der richtigen Seite reingekommen wäre, dann hätte man das ganz easy gesehen. Er war auch schon mal in der Nähe von mir oder wollte da durchlaufen, aber hat sich dann doch noch umentschieden. Deswegen habe ich so lange überlebt. War auf jeden Fall ganz lustig. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt von euch und genießt noch das Video und dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde.